Ja, sehr cool. Oh, geh mal zu deinem Haus, bitte. Bin schon da. Kannst du noch fliegen? Nee. Doch, gut. Yay! Neon. Jetzt könnte ich vielleicht nochmal für mein Intro das machen. Ist schon wieder vorbei, oder? Ja. Nein! Es war so schön. Es war so schön. Es war das gleiche Mal nach S-Games, also nach Survival Games. Da bin ich, glaube ich, keine Ahnung, nach 10 Sekunden verkackt oder so. Aber ich hab mich dann irgendwie ausgeloggt und als ich mich wieder eingeloggt habe, waren alle Leute weg und ich konnte irgendwie fliegen und dann bin ich rumgeflogen und konnte aber leider nichts aufmachen. Da geht's runter zu meiner Ach, Compact stimmt. Ja, dann 4x4. im Gang. Ah, die Farm. Hast du da unten ein Loch? Echt? Oder ist das vom Eis? Ich hoffe, dass es normales Eis ist. Es ist Eis, ja. So soll es auch sein. Ja. Das kenne ich noch nicht, nein. Was? Das hier. Ja, das ist. Kommt wahrscheinlich dann die nächste Folge. Das da unten kennst du auch noch nicht. Ist alles sehr, sehr neu. Ich bin jetzt bei 17 und bei, was hast du gesagt? Bei 20 war ich mit der, Folge ja? 20 habe ich schon jetzt, ja. Ich glaube, da warst du dabei, ja. Ja? Ja. Das glaube ich, die dauert 47 Minuten oder so. Oh, das sieht cool aus mit dem Wasser. Hat auch ziemlich lang gedauert. Wie? Und dann hier die total verkackte. Hier ist dann blöderweise mein Grundstück wieder zu Ende, deswegen kann ich da nicht mehr weiterbauen. Momentan habe ich da einfach nur so ein Wo ist kleines dein Haus. Konzentrende? Gleich an der Wand dahinter. Also ich kann da nicht mehr durchbauen. Ja, dahinter fängt auch trotzdem ein anderes Grundstück an. Ich weiß. Du kannst dann nichts dazu kaufen. Nee, das steht zwar seitdem ich da bin genau gleich unverändert da. Da kommen dann noch mal irgendwann die anderen Farmen, also. Ich guck mal, ob der noch da ist. Ja genau, man kann ja irgendwie so nachschauen, wann der letztes Mal online war, gell? Vor 21 Tagen. Okay. Ist leider noch nicht lang genug offline. Wie lange muss man denn offline sein? 3 Monate, oder? Ja, in Rivertown schon. Hallo! Dann funktioniert das nicht. Ach, das ist. Ach, jetzt weiß ich doch, wo wir hier sind. Das ist, wo ich dir die TNT-Flagge gegeben habe. Ja! Und leider ist es nach vorne und nach rechts, ist es schon wieder fast Ende. Hier habe ich glaube ich noch 3 Blöcke, dann kommt wieder Grundstücksende und dann war es das schon wieder. Und wenn das jetzt Wasch. nicht funktioniert, dann ist es natürlich mega kacke. Wie groß ist dein Grundstück hier? 50, ups, mal 50 glaube ich. Ups, jetzt sieht es ein bisschen verkackt aus. Verkackt. Wo sind die Pisten sind? Hä? Die sind doch da. Die hat es Bei irgendwie ein dir. bisschen verschoben. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Jetzt wäre ich wieder. Immer dieser Hodenkrebscreme. Jetzt ist es genau verkehrt rum, verdammt. Messer, jetzt können wir uns hier schön hinschillen. Nein! Das ist hier. Warte. Was erinnert mich das? Oh, das macht Spaß. Nein. Wie geht denn das? Oh mein Gott. Da unten sieht es nicht gerade sauber aus, ungefähr so wie bei mir zu Hause. Also das ist an und dann ist das wahrscheinlich nicht an und jetzt muss ich das irgendwie anmachen und wie bekomme ich das an? Wo wird denn das gepowert?
Ich kenne nur ein einziges Wort davon. T-Flip-Flop. Mehr weiß ich nicht. Ja. Das andere Und Ding doch. ganz hinten habe ich selbst designt. Ich habe aber keine Ahnung, wie man so Teil nennt. Hier auf der rechten Seite geht auch das Lämpchen nicht. Rechten Seite? Hier siehst du mich nicht durch den Boden. Ja, Boden, Hoden. Guck mal nach oben, Nach durch die Decke. oben. Siehst du den Da Mann? bist du, ja. Ja, Und genau, da. weil da drüben nämlich, da sollte eigentlich Strom fließen, aber es fließt keiner. Ups, jetzt ist irgendwas Nee, das passiert. war ich. Also. Ach, jetzt glaube ich, Wie weiß läuft ich's. das? Ich glaube, es ist ein ganz einfacher Pistenglitch. Ah, jetzt fehlen nur noch zwei Blöcke. So, nee, das war der falsche. Jetzt müsste es wieder gehen, außer dass zwei Blöcke fehlen. Gleich. Home 2. Guck mal, da oben läuft da. Hallo. Hallo. Hast drauf gedrückt. Haha. Ah. Guten Morgen. Guten Nie wieder. Ey, das sieht auch cool aus, was du mit der Decke gemacht hast. Ja, weil ich musste irgendwie, weil direkt drüber ist nämlich dann, wenn ich noch eins weiter freigrab, ist dann schon Oberfläche da. Und dann habe ich mir gedacht, da muss ich ein bisschen. Aber ich glaube, die Folge ist doch schon draußen, oder? Ich weiß es gar nicht. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Du Ist auf schon. jeden Fall sehr Du cool. schon. In der letzten hast du gezeigt, wie die hier funkt, also wie das hier funktioniert. Ja, stimmt, da war ich ja dann gleich in Hogwarts. Da habe ich nicht so viel Genau. gebaut. Pen. Da war ich ein bisschen faul in der Folge. Genau. Dann wird es wohl Folge 18 sein, in der wieder. Also wenn ich Weizen bei mir in eine Weizenfarm anlege, sage ich dir Bescheid, ne? Dass ich Samen brauche. Nimm eine Tonne mit, ich habe ein bisschen was. Hast du nicht meine gesehen? Da kannst du dich bedienen, wenn du möchtest. Ja, so viel hast du jetzt auch nicht. Weißt du, waren wir da? Ich glaube schon, ja. Da habe ich übrigens jetzt auch die Dings drauf gebaut. Im Hier. Übrigen wissen jetzt alle, warum man Kakaofarmen auf Timolie anlegt, ne? Ja. Und ja, in Folge 18. Hast du es gesagt? Ja. Boah. Weißt du, was das Das kann Blöde ist? Ich hab's ich. halt auch im Video. Na toll. Aber ich könnte, wenn ich mich dazu Mach bereit einfach einen erkläre. Piep rein. Mach einen Piep rein. Genau, mach einen Piep rein. Ich Wozu hab's. pflanzt man die eigentlich an? Ich hab sogar auf dem Computer irgendwann mal sowas schon gebraucht. Da habe ich mir so einen 20 Sekunden Piepton runtergeladen. Aber bis ich die Stelle wieder finde, wo wir das gesagt haben, das ist ja. Das war am Anfang. Guckst du dir die Folgen nicht an? Hey, bist du bescheuert? Schlimm Das genug, war am Anfang. dass ich mich selber beim Reden zuhören muss. Erste halbe Stunde war das. Aber musste man machen. Dann wird's auf jeden Fall interessant, weil die Leute werden ja dann dieses auch noch mitkriegen, dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ja. Und dann werden sie sagen, ach Mist, warum war das denn? Warum hast du in deinem Haus drei Enderchests Ja, rumstehen? damit ich sagen kann, ich habe eine Enderchest. Nee, eigentlich habe ich die hier nur, damit ich, weil hier war ja vorher mein Raum, wo ich meine ganzen Kisten hatte. Die habe ich dann noch alle nach unten getan und dann, damit es schneller geht, habe ich hier eine Enderchest aufgebaut. Und das ist jetzt deine Farm hier. Ja, und da muss dann Voll sowieso mal, automatisch. quasi, ja. Siehst du, wie automatisch das geht? Abbauen, abbauen, abbauen. Bau doch so eine, wie ich gebaut habe. Ja, unten dann, wenn ich da mal. Ja, so Hab eine ich dir bräuchte eigentlich die Technik dafür gezeigt? Die ist super einfach. ich. Einfach mit Wasser halt wegspülen, oder? Ja, ich meine, die Technik dafür, die ist mega, Ja, mega. hast es noch nicht gezeigt. Aber du darfst das dann gerne bei mir mit reinbauen unten. In eine Etage Verdammt. voll mit. Ich bei dir? Klar. Es ist schon schlimm genug, dass ich einen Brunnen heute ausgehoben habe. Das war nett, ne? Mango ist ja direkt erstmal reingesprungen. Ja, was ist da? Wie oft ist denn der da reingesprungen? Keine Ahnung, 10 Mal oder so?
Ja, am Anfang war das ja noch nicht mal bewusst, dass das so weit runterging, ne? Sollen wir nach Hogwarts gehen? Können wir machen, ja. Ich glaube, jetzt hat er nämlich auch den sechsfachen Pisten-Extender oder so gebaut. Ja, also, dann das wäre mir viel zu bescheuert. Sogar nach oben da. Ich muss mir aber dann erst was zu essen holen. Übrigens, was ich dir sagen wollte, ja, die Schilder, wo Sharpless Might und Ban of Anthropods draufsteht und so, ne? Ja. Die sind nicht für die Level bestimmt. Da kannst du mit Rechtsklick draufklicken und dann zeigt er dir an, was dir das bringt. Ah. Und ich dachte so, was redet der denn da? Ja, da macht er einen auf große Klappe und hat eigentlich gar keine Ahnung davon. Hier ist doch der coole Ton. Ah, verdammt. Kann ich du musst nicht einfach nicht drüber laufen. Ich muss mir aber jetzt erstmal was zu essen holen. Irgendwo war hier ein Essensschild. Ich habe nämlich kein Essen mehr. Ah. Erst einmal, dass ich kein zu essen dabei habe. Nur alle 15 Minuten und dann bekommt man 5 Brote. Ich glaube, ich baue meine Getreide von mir ab. Ja. Hast du gelesen, was im Chat steht? 5 Brote sollst du haben. Voll nicht in den Graben. Warum? Da drüben Brotencreme. Nicht schnurren. Ich schnurr doch nicht. Das Haus hier, das hab ich gebaut. Also zum größten Teil, ich habe alles so die Außenmauern und so gemacht. Und verziert hat Markus dann viel mit mir. Ja. Wie lange habt ihr gebraucht? Ich glaube einen Monat oder so hat er gesagt. Oder mehrere. Mehrere. Ist halt echt geil. Klick. Du freust dich immer am allermeisten auf die hier klicken. Und sowieso. Ich bin geldgierig. Ja, hier ist mein Klassenzimmer. Ist ein bisschen leer. Ich habe irgendwie nicht weitergebaut. Es sieht irgendwie ein bisschen so aus wie bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens bei dem Spiel. Da sind da auch immer irgendwie 4 Tische in einem fetten Klassenzimmer, das irgendwie für 20.000 Tische geeignet ist. Und dann war's das. Ihr könntet noch Schilder an die Seiten hin machen. Dann wird es so ein bisschen chilliger sein. Hier sind noch so Räumchen. Die sind aber teilweise noch nicht eingeräumt. Wo seid ihr? Ganz nach oben die Treppe. Hinten raus beim Klassenzimmer, oder? Hm? Übrigens ist hier ein geheimer Eingang, wo wir stehen. Wo? Könnt ihr mal suchen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Wand da zurückgezogen wird. Hey! Hey! Man muss es von hier... Ah! Hast du ihn gesehen? Ja. Wow. Das ist mein Büro. Wie viele versteckte Eingänge habt ihr ungefähr verbaut? Keine Ahnung, 30, 40. Cool. Da hinten ist noch der See, der große. Da ist eine Schaltung. Warum steht da eine Schaltung? Egal. Dann, da ist die Eulerei. Brücke. Ja, der Turm. Aha. Hinten ist noch Hagrids Hütte. Also die Schaltung sieht echt gut aus da hinten. Ja, die macht sich da echt gut. Die sieht toll aus im Hogwarts, ne? Ja, das passt doch so. Ja. Hier oben ist noch... Was ist denn ein zweiter? Hallo da unten! Hallo! Wie bist du da hochgekommen? Guck mal hier. Geh mal durch das Tor. Durch das Holztor. Und dann rechts. Ui. Hier ist noch ein Bad. Wo seid ihr? Welche Treppe?
Unter den Holzgang durch und dann direkt rechts. Bist du blind? Das sieht doch jeder. Nee, ist klar. Ich musste nicht extra fragen. Ja, und jetzt direkt rechts. Ja, ich war gerade abgelenkt. Ja. Ja, also hier ist wie gesagt ein Bad. Hier hinten in der Ecke. Keine Schilder. Die Tür geht irgendwie fail auf. Wo seid ihr denn hin? Tja. Seid ihr in die Mitte gesprungen? Ich finde, die Tische schauen auch immer cool aus mit diesen ganzen Pistons. Wow, hier ist irgendein Loch. Ah, wow. Hier kann man zur Redstone-Schaltung von den Pistons dazukommen. Einfach nur ganz viele Redstone. Oh, das hab ich vergessen. Wie komme ich jetzt wieder raus? Warte. Ah, hier unten, glaube ich. Ja, hier. Hier ist ein Weg. Nee. Nicht? Nein, der ist falsch. Komm wieder hoch. Okay. Ich habe extra einen Dienst gebaut. Cool. Ja, aber ich kann euch natürlich nicht alle Geheimgänge jetzt zeigen, ne? Weil wenn ich die im Video, zeige, dann weiß es bald jeder, ja. Genau so ist es. Aber so ein paar kleine Sachen kann ich euch auf jeden Fall zeigen. Ja, hier ist noch nichts. Es muss noch gebaut werden. Gibt's eigentlich schon das Büro vom Dumbledore? Das ist ja sozusagen Xiantiers Büro, kann man sagen. Weil Markus eben auch die Idee dazu hatte. Ich wäre für ein Schlumpfendorf. Schlumpfendorf? Ja, alles Pilze machen. Ey, du portest dich die ganze Zeit, das ist nicht erlaubt. Wer? Das ist auch lustig hier. Ja, du! Ja, ich porte mich nicht. Nein! Hä? Was mache ich? Ich laufe. Wieso sind, wer ist denn da unten? Ja, Rosenritter? Hm? So, das ist lustig, das ist nämlich ein Rätsel. Rechtsklick, Moment. Ach Quatsch, ihr braucht ja eine Feder. Oder? Was war das? Eine Federbombe? Moment. Ein Buch brauchst du, ich hab eins. Der ist ein bisschen abwesend. Ja, ja, das ist ein NPC. Aus Holz findest du den Knopf der Konserve. Aha. Was Holz? Ich hab Holz. Nee, wo sind denn die Bücher? Ich hab doch, das kriegst du doch. Kannst du dir doch holen. Wenn du too many items hast, dann befindet sich das Buch auf der letzten Seite. Ich hab too many items. Ich hab Game Mode. Aber ich suche jetzt einfach. Hier, für dich. Im Kreis neben der in luftiger Höhe befestigten Schlange. Und dann Punkt, Punkt, Punkt. Aus, dann also, kriegst du noch was drauf. Aus der Holz. Schlange aus Holz findest du den Knopf der Konserve. Aha. Okay, und das heißt jetzt was? Wir müssen eine Schlange finden. Ja, das heißt, ja genau. Ah, hier hoch? Hier ist ja der Dosenturm, also denken wir mal, der ist da oben, ne? Haben wir eine Schlange? Das hier ist ein Kreis, würde ich sagen, oder? Und das hier ist eine Brücke. Schlange aus Holz. Hey, cool. Das macht irgendwie voll Sinn. Schlange aus Holz, Kreis. Also muss hier irgendwo Findet sich der Knopf der Konserve. Klick mich! Warum geht es nicht? Es geht nicht! Nein! Es gibt mir nichts. Das Schild müsst ihr noch so bearbeiten, dass es gibt. Ganz viele Schilder. Also, ich gebe euch nur einen Tipp. Hier in diesem Raum, wo ich mich befinde, ist ein Knopf. Wo befindest du dich? Oh, Leute. Hier, musst du einfach mal sagen. Bedenkt, es muss ja irgendwo ein Knopf sein, wo dahinter irgendwie eine Tür aufgeht. Rein theoretisch nicht unbedingt. Doch. Ist so.
Doch. Ist so. Wo kann denn hier eine Tür aufgehen? Hier könnte eine Tür aufgehen. Das sieht auch noch eine Tür aus. Blind? Bin ich blind? Ja, ich bin blind. Okay. Deutschen Blindheit. Von hier erreichbar in diese Richtung. Hast du ihn? Den hast du gerade hingemacht irgendwo. Nein, den habe ich nirgendwo hin gemacht. Der ist die ganze Zeit da. Ah, wie geht denn das? Ach, da Redstone drauf, dann hier ein Repeater rein und dann wird's aufgehen. Wird Sinn machen. Ihr seid ja wirklich wilde Hunde. Und das hier ist das Büro von Dose. Dose hat auch viel mitgeholfen bei dem Bau. Hier geht es noch die Treppe runter. Ist ja schön, dass ihr schon oben seid. Hast du den Knopf immer noch nicht Ich war gefunden? doch gerade gar nicht bei euch. Komm, der Knopf ist doch wirklich nicht leicht, nicht schwer versteckt. Den Nee, hast du ist doch klar. gleich. Hast Hä? du ihn? Hä? Was? Hä? Was ist mit dem da? Also. Hier stehen ein paar Schilder. Vielleicht irgendwie klick mich? Nee. In progress. In progress, dann, dann. Keine Ahnung, was er damit meint. Könnt ihr eigentlich mehr Kisten, ah, hier geht's wieder raus. Könnt ihr eigentlich mehr Kisten absperren? Oder auch nur 100 Stück? Wir können, glaube ich, so viel gewinnen. Guck mal, er ist jetzt noch ganz oben. Eigentlich ist es logisch, oder man könnte zumindest leichter drauf kommen, weil da oben tropft nämlich Wasser raus. Das heißt, man muss eigentlich damit rechnen, dass da oben irgendwas ist. Dass es oben undicht ist, ist mit Sicherheit wahrscheinlich. Geht er wieder nach oben? Wird doch halt noch was. Das hört sich hier an wie auf so irgendeinem Schiff. Ruhe, ihr Taugenichts und Halunken. Kriegsmarine muss Buri? weitergehen. Ja. Kommst du auch noch mal runter? Ich guck mir jetzt mal alles an hier. Okay. Sollen wir schon mal zu Dumbledores Büro gehen? Nein. Das ist Fresh Dumbledores Büro. Eingang. Komm rein, komm raus. Macht mir nichts aus. Das hört sich pervers an. Ja. Wenn man es von dieser Seite betrachtet, was ich noch nie gemacht habe. Entschuldigung. Ey, ist schlimm mit der Jugend, hey, Wahnsinn. Was heißt denn die Jugend? Wo bist du? Ich bin hinter dir. Hey, ein Achso. Gold da. Goldarm. Dann Wo ist klick mal Bu? auf den Frogs. Ich bin ein Ich bin ein. Vogel. Ah. Tu, Sesam, tu dich öffnen. So, also. Da oben ist der Hebel. Das. Stopp! Ihr dürft aber eigentlich nicht reingehen, weil ihr müsst nämlich eigentlich das Passwort erraten. Unlock Passwort. Ach, da hinten geht's rein. Okay. Nee, das ist der Eingang schon. Aber ihr müsst eigentlich das Passwort erraten. C, Unlock. Passwort ist eigentlich ganz klar, oder? Hm? 1, 2, 3, 4 machen doch die meisten. Verdammt. Nee. Was war's denn? Ich glaube, Cookie. Cookie. Oh, Hey, das musst du mit dem Piepston machen. schon wieder ein Piepston. Da musst du einen Piepston drüber machen. Mist. Ich glaube, ich werde das Jetzt. komplette Video piepen. Genau, Pi. Wir dürfen uns zugucken, nicht hören. Eine Spezialfolge Piep. Da kommst du nicht raus. Ja, ich merk's.
Das hat er extra gemacht, damit keiner hier reinkommt. Vorsicht, spring nicht dahinter, du kommst nämlich nicht mehr raus. Wobei, du würdest schon wieder rauskommen, weil du dich hier teleportierst, oder? Ja, da kann man nirgendwo rein und rausgehen. Wo kann man nicht Ja, das hat er runter? extra gemacht, damit da die Leute nicht, Puh. Diamanten. Nee, Admin-Rüstung. Was für eine Rüstung? Admin-Rüstung. Soll ich dir sagen, was da drauf war? Ja. Also, auf dem Helm ist Protection 4, Fire Protection 4, Blast Protection 4, Projektil Protection 4, Respiration 3, Aqua Infinity 1. Aha, also ein bisschen Cheaty-Helm. Das ist eben, ja, eine, ne? Und so geht das eben weiter bei den anderen Sachen. Okay. Du hast nicht genug Rechte. Hey, ich bin Opa, ich habe immer Rechte. Dieses Schild ist auf Admins ausgelegt. Wie werde ich Admin? Täglich on sein, im TS-Zeit. Verdammt. Nicht um die Wünsche unserer User kümmern. Ja, genau, so weit kommt's noch. Ich muss mir erstmal hier meine eigenen Wünsche erfüllen. Dann kommen die anderen. Was hast du denn für Wünsche? Was habe ich denn für Wünsche? Ja, also mein Grundstück ist erstens viel zu klein. Und ja, ich meine so ein paar Diamanten mehr oder weniger. Also weniger wär scheiße, aber mehr wär immer gut. Aber ich glaube, ich habe ohnehin zu viel. Das darf ich Was nicht sagen. Dazu gebe ich keine Auskunft. Also ja. keine Panik, Stegi und Markus haben es auch gemacht. Warte ich mir gerne. Damit das ja keiner merkt. Ja, oder so. Oh, hier kommt eine Redstone-Schaltung. Oh mein Gott. Tobi, bist du schon draußen? Nö. Ja, immer müssen wir auf ihn warten. Hallo, ich bin Genießer. Ich dachte, man muss auf die Frauen immer warten, aber anscheinend habe ich mich da geirrt. Ich bin keine typische Frau. Ich habe noch nicht mal 10 Paar Schuhe. Noch nicht mal? Okay, wenn ich meine Schlappen mit dazu rechne, dann habe ich 10 Dann sind es doch 20. Ihr seid jetzt draußen? Ja. Och, warum sagst du denn nichts? Ich warte die ganze Zeit. Er hat sich mit Sicherheit geportet, oder? Ich habe mich nicht geportet, Alter. Er würde sich niemals porten. Tobi, Entschuldigung. Wo seid ihr denn? Auf irgendwo durch die Gegend. In Hogwarts, glaube ich. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich bin jetzt bei Hitman und bei Master Schuldner. Oje. Beim Schuldner bekommt man mit Sicherheit nur Schulden aufgehälst, oder? Nee, das hat schon einen Hintergrund. Ich habe Schulden. War klar. Der andere sagt, der nimmt mich aus. Ja, ich kann ihm ja nicht. Was weiß ich, was will er denn? Sollen wir zu Hagrid gehen? Ist der animiert? Nein. Also auch kein so ein NPC, la? Kein NPC. Ah, wir können ihn wenigstens mal in seiner Hütte besuchen. Ihr kennt doch mit Sicherheit die Harry Potter Verarschungen von Cold Mirror, oder? Ja. Ich hab davon, glaube ich, mal eine Folge geguckt oder so. Eine Folge nur? Mhm. Schon wieder Kulturlücke. Wieso schon wieder? Das letzte Mal war eine Kulturlücke. Stimmt. Ich mag Kultur nicht so gern. Ja, mittlerweile ist sie wieder. Die war eine Stadt, wo die sagt auch irgendwas. Wo seid ihr denn jetzt schon wieder hin? Ich weiß, wer die Frau bei euch in der Beziehung ist.
Wir haben keine Beziehung. Ich meine Tobi und seine Frau. Sie? Ganz klar. Hä, ah, wo hier ist seid der ihr denn? Enchanting-Raum, wo ich gedacht habe, dass... Ich bin bei so einem Portal, da steht Abbauwelt. Dein Ernst? Das ist mein Ernst. Und jetzt bin ich bei Frau... Ich bin beim Büro von irgendwem. Gegenüber ist nichts. Wow, was geht denn hier ab? Was denn? Das ist voll Reizüberflutung. Hier ist alles voller Bilder. Ach, und das viele wird wahrscheinlich die Treppen sein. Weiß ich, wofür. Die Treppe und so. Bist du... Ich, ja. Ich hab dich aber eigentlich versucht, hier hinzuholen. Hab ich nicht gesehen. Ich bin fixiert auf Laufen. Tjung, hier kann man über Tische laufen. Bewegt einen Popo zu uns. Dann ist er im Haupt, in den Hauptsaal. Ja. Da war ich auch schon drin. Bist du da? Ihr müsst jetzt da sein, hat getippt. Ja. Nee. Man hat das gehört. Wollt ihr zuerst zur Eulerei oder zuerst zu Hagrid? Zu was? Eulerei. Ich kenne diesen Film übrigens nicht, ne? Was? Nochmal eine Kulturlücke. Ich wollte gerade sagen. Weg. Die Jugend von damals. Kennt nicht mal die du Klassiker Kinder, von... Du musst doch Harry Potter gucken. Ja, und meine Frau guckt sowas, aber ich doch nicht. Er sitzt sich im Keller irgendeinen Horrorfilm rein. Nee, aber... sowas gucke ich nicht mehr, seitdem ich Kinder habe. Oh, aber demnächst kommt Paranormal Activity sogar, 4 raus. Wie hast du gesagt? Was, er hat sogar auf der privaten... Also, die haben so eine Map aufgemacht, Pelan, und da sind sogar die Monster ausgeschaltet. Ja. Für die Kinder. Oh. Ja, ja, ja. Ja. Ich weiß noch genau, wie du im Nita geschrieben hast, wo wir beide da reingegangen sind. Ich hasse Monster. Ja, also am Anfang von Minecraft-Zeiten, da war ich auch. Bei ein Schwein in den Bäumen. Hm? Oh mein Gott, ein Gast. Besser, wo bist du? Du warst ja weg. Ja. Weil du nie hinterherkommst. Der kleine Tobi möchte bitte in nee. Das Spielparadies abgeholt werden. Das war ganz anders. Ja, und wie? Du bist AFK gegangen und dann haben dich die ganze Zeit die Blaze angegriffen. Und er hat dich heldenhaft verteidigt. Ja, und dann habe ich uns eingebaut. Ich habe da schließlich 16 Level gemacht. Experience. Hey, hier ist die Redstone-Schaltung. Hm? Und ein Baum. Ach, das wird die peitschende Weide sein. Cool. Lecker! Was? Na, nicht dahin! Ja, was? Warum? Warum? Was passiert da? Die Peitsche! Echt jetzt? Nein, Quatsch. Oh, Mann. Jetzt komm zurück! Noch nicht dahin gehen! Warum nicht? Nein! Hast du Angst? Komm sofort hin! Komm, put, put, put! Andreas, du musst vorne rein und innen wieder raus. Das fällt gar nicht auf. Und das war jetzt auch wieder gerade überhaupt nicht pervers. Hier, da musst du lang. Wo denn? Da. Denn? Und dann rechts rum. So. Nicht dahin. Ah. Ich kann da nicht hingehen zur letzten Schaltung. Mama schifft. Wo sind? Ich habe euch schon gesehen, ihr seid irgendwo runter. Aber ich weiß nicht, wie ihr da runtergekommen seid. Ich kann dann gleich mal gucken. Ah. Hier sind Diamanten in der Wand. Ja, die habe ich persönlich dahin gesetzt. Oh, wir hatten die Wand hier gemacht, ey. Wahnsinn. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Das war auch ich. Diamanten, Gold, Redstone, Eisen, Kohle. Nicht mal Stufen hat's gereicht. Nein. Ist ja ein Geheimgang. Jetzt bin ich gespannt, wo uns der rausführt. Im verbotenen Wald. Nein. Hier leben aber ziemlich viele Viecher für das, dass er verboten ist und so düster und grau ist. Hier gibt's auch... Subscribe.